bin Schwester Alessandra und komme aus der Schweiz. Und ich bin begeistert von Jesus, von Maria, von seiner Mutter, von Schönstatt, von Pater Kentenich. Aber ich konnte mir lange nicht vorstellen, Schönstädter Marienschwester zu werden. Ja, ich hatte sehr stark zu ringen mit der Frage, welchen Weg möchte ich gehen? Es dauerte, bis ich fragte, welchen Weg hat Gott für mich vorgesehen? Nach der Schulzeit machte ich ein Haushaltungsjahr bei den Schönstädter Marienschwestern in Quarten. Dort lernte ich das Heiligtum und die Schönstadt Mädchenjugend kennen. Ja, das Schönstadt Heiligtum hat es mir angetan. Dorthin bin ich gerne gegangen. In diesem Schönstadt Heiligtum habe ich alles gebracht der MTA, der dreimal wunderbaren Mutter von Schönstadt. Auf einer Altarborde steht nichts ohne dich, nichts ohne dich, ohne mich. Das hat mich fasziniert. Alles, was mich beschäftigte, was ich arbeite, worüber ich mich freue, was schwer ist, kann ich der MTA bringen. Und es wird sogar fruchtbar für die Welt. Das hat mich fasziniert, das hat mich gefreut. Dafür lohnt es sich zu leben. Das hat mir Lebenssinn gegeben, mein Bestes zu geben. Meine Mitarbeit ist gefragt. Gerne nahm ich auch teil an den Tagungen der Schönstadt Mädchenjugend. Miteinander beten und singen, diskutieren über Gott und die Welt, Ausflüge machen. Ja, das half mir tiefer in Gott hineinwachsen und gab mir auch Halt im Alltag. Dort merkte ich auch, dass ich so sein darf, wie ich bin. Mit all meinen Fähigkeiten, meine originelle Art durften sich so entfalten. Das gefiel mir. Das gab mir auch Halt. Das gab mir Halt im Alltag. Nach dem Jahr in Quarten habe ich eine Ausbildung als Krankenpflegerin gemacht. Mit Menschen zu arbeiten, für sie da zu sein, das hat mir gefallen. Ganz klar hatte ich den großen Wunsch zu heiraten und eine große Kinderschar zu haben. Gott hatte einen anderen Plan mit mir. In meinem Innern kam immer mehr, leise und unbemerkt zuerst, dann immer drängender, die Frage, der Ruf: Wäre das nicht ein Weg für dich, Schönstädter Marienschwester? Umso lauter war meine Antwort, ganz klar: Nein. Ich sagte mir, das kann ich gar nicht. Ich bin nicht ein frommer Mensch und brav. Nein, das auch nicht. Ich stellte mir da ganz ein anderes Bild vor. Und überhaupt, ich genieße das Leben. Mit meinen Kolleginnen Ferien machen, an Feiern gehen, die Welt kennenlernen, Skifahren und. Es gab so viele Möglichkeiten. Bei allem Hin und Her wollte ich aber doch den Weg gehen, den Gott für mich vorgesehen hat. Denn ich wollte ja glücklich werden. Und ich war überzeugt, wenn ich den Weg gehe, den Gott für mich vorgesehen hat, dann werde ich eben glücklich. Die Frage nach meinem Lebensweg als Marienschwester wurde immer brisanter. Zum guten Glück schenkte mir die Vorsehung eine Person, die mir half, den Weg zu finden. Und zudem waren da zwei Erlebnisse wichtig. Das eine war eine Hochzeit und am Tag darauf eine Einkleidung von einer jungen Frau zur Marienschwester. Da kam die Frage ganz geballt: Und was ist dein Weg? Einige Wochen später machte ich einen Spaziergang nach einem anstrengenden Tag im Krankenhaus. In der nahegelegenen Klosterkirche hielt ich mein fragendes Herz dem Heiland hin. Plötzlich hatte ich so die innere Gewissheit: Ihm gehörst du. Dieses Herz will dich ganz und niemand anderem soll dieses Herz gehören. Endlich konnte ich ganz frei Ja sagen. Und es stieg sogar Freude in mir auf.